In Call of Duty würden wir jetzt verteidigen und dann würden sie trotzdem in die Luft fliegen, alle. Nee, würden sie ja gleich alle flamen. Nee, das war ein LOL. Nee, das wird hier gleich noch eine kontrollierte Sprengung. Ja, ich meine, ja, in Call of Duty würden wir jetzt hören von den Gegnern verteidigen, dann würde der also Oberbösewicht am Berggipfel stehen und uns alle in die Luft sprengen. Mir ist es hier viel zu ruhig. Haben wir einen Voraustrupp reingeschickt, um sich mal umzusehen? Oh, scheiße. Fuck, hat er gerade viel zu ruhig gesagt? 3, 2, 1. Ich glaube, ich sehe was. 350 Meter, Westen. Hier, Alpha-Team. Ich sehe Bewegung. Infanterie, 200 Meter westlich. Scheiße, weitere Feindkontakte aus Richtung Norden. Tja, die Zeit arbeitet gegen euch, Sprengmeister. Da kommen mehrere Gegner aus Westen an, also legt die Zangen weg und geht lieber zügig in Deckung. Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2-1. Greift Gegner an. Stehen unter Beschuss aus Norden und Osten. Ruhig gestellt! Gewehrschütze! 250 Meter! Südwesten! Zielobjekt tot! Ihr Charlie-Team, Feindkontakt. Tot! Scharfschütze, 200 Meter, Nordosten. Stehe unter Beschuss. Ich bin getroffen. Sanitäter! Wo bist du? Scharfschütze, 150 Meter, Westen. Scharfschütze ausgeschaltet. Gewehrschütze, 150 Meter, Südwesten. Ihr Charlie-Team. So, die Blutung wäre gestoppt. Alles klar, zurück an die Front. Okay, das hilft erstmal. Ja. Ihr Alpha-Team. Wie habe ich geheilt? Jetzt müsst ihr noch heilen. Na bitte, auferstanden von den Halbtoten. Wie lange ist der Voice bis? Wir haben Verwundete. Einer für die Gefallenen-Statistik. Ihr Charlie-Team, wir werden beschossen. Wie kann ich da nicht hinlegen? Gegner am Boden. Lade nach, Zielobjekt ruhig gestellt. Hm? X oder so. Lade nach! Oh Mann, jetzt komm doch da weg, da, Mann. Ach, mit Y, okay. Sie ziehen sich zurück. Hab doch gesagt. Du hast X gesagt. Ich hab X gesagt und hab irgendwann gesagt, ich höre. Lade nach! Ziehen sich also zurück. Outlaw Häuptling hier, Outlaw 2-1. Ja. Einsatzgebiet gesichert. Geben weiter dem Entschärfungstrupp Deckung. Danke, Outlaw 2-1. Den Rest schaffen wir alleine. Okay, jeder, der ich nicht bin zum Minenräumen außerhalb meiner, ich hab keine Munition mehr. Sammeln und wachsam bleiben. Ich hatte zum Glück noch meine M16 dabei. Nix getroffen, Alter. Mit dem Scharfschützengewehr, du kannst einfach nicht nachverfolgen, wo dein Schuss hingeht. Ja, du hast ja auch halt keine kompletten Infos über Winds, Entflung und jada. Bravo, wollt ihr Selbstmord begehen oder was? Hört auf rumzuscheißern, ihr gefährdet uns alle. Bravo, wollt ihr Selbstmord begehen oder was? Hört auf rumzuscheißern, ja, ihr gefährdet schon uns gerade alle. Eben, so. Ich dachte, wir sollen vorrücken. Also hat er ja auch zu beschweren. Er wiederholt sich einfach, WTF. Hier sammeln. Oh. Ach, Nummer 4. Trupp, sammelt euch. Unterwegs zu ihnen. Oh. Dass er auch nicht selbstständig folgen kann, ne? Minenräume 1-1 an alle Trupps. Alles bereit zur kontrollierten Sprengung. Boah. Da steht Balletto. Ich glaube kaum, dass eine kontrollierte Sprengung so gut ist. Sprengung! Ich bin getroffen. Feuer einstellen! Das sind unsere Leute! Oh, das war verflucht beeindruckend. Ich hab ihn einfach das war eine kontrollierte Sprengung? Wäre ich nie drauf gekommen. Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2. Bestätige Detonation der Sprengfalle. Erbitte Erlaubnis, die Minenräumer zurück zu eskortieren. Kommen. Negativ, Outlaw 2-1. Dafür stellen wir eine andere Einheit ab. Sie werden Richtung Osten abmarschieren, zum Dorf dort. Outlaw 1 wird von dieser Position aus heftig beschossen. Sie haben es außerdem mit mehreren Gegnern zu tun. Die Aufständischen haben sich bei einem Schulgebäude in der Dorfmitte verschanzt. Sie müssen einen zweiten Angriff aus Richtung Nordwesten führen. Alles verstanden? Verstanden, Outlaw-Häuptling. Naja. Marschieren zum Dorf im Osten, um Outlaw 1 dort zu unterstützen. Ende. Hört zu, neue Befehle vom Häuptling. Wir rücken nach Osten vor. Da hat sich ein Haufen Touchies in einem Schulgebäude im Dorf östlich von hier verschanzt. Outlaw 1 steht unter Beschuss von dort. Wir werden ihnen den Arsch retten. Charlie, aufgepasst.
Ab durch die Äcker nach Süden. Errichten Sie eine Verteidigungsstellung an der Südstraße zum Flugfeld. Outlaw 1 ist auf dieser Straße unterwegs. Sorgen wir dafür, dass sie durchkommen, ohne wie ein Schweizer Käse auszusehen. Sie sind der Bremskeil zwischen Ihnen und Bravo. Bewegung. Verstanden, Staff Sergeant. Los, Charlie, wir müssen mal wieder die Welt retten. Holen uns Hubschrauber oder Hambis ab, Staff Sergeant. Sie lahmarschiger Kaninchenfurt. Hol mich ab, fahr mich hin. Limousinen-Service gefällig? Wir laufen, Freundchen. Glauben Sie mir, ich habe Ihren letzten Fitness-Test gesehen. Sie können Bewegung gebrauchen. Darum geht's gar nicht, Staff Sergeant. Aber diese verfickten Berge sind wie Iwo Jima und so. Scheiß perfekt für Touchy-Hinterhalte. Ach was. Nur, dass Sie die Gegend so gut kennen, übernehmen Sie die Spitze. Alpha, Sie kommen danach. Bravo, Sie sind das Schlusslicht und passen auf unsere Ärsche auf. Und jetzt Abmarsch, verflucht nochmal. Trupp, Bewegung, 200 Meter, Osten. Bin unterwegs. So. Super gemacht, du Waschlappen. Du hast den Staff Sergeant ganz schön aufgeregt. Logs findet doch immer was, um uns den Arsch aufzureißen. Dauernd meckert er in irgendwas rum. Aber immerhin sind wir noch am Leben, oder? Nur wenn ihr Schlappersäcke mit schlapper Vorhaut meine 10 Gebote befolgt. Herrlich, Mann. Wo holt er solche Sachen her? Genau dort, wo ich gleich reintrete, wenn ihr nicht die Fresse haltet und euch langsam mal konzentriert. Ich feier den Zug. Verstanden, Staff Sergeant. Bravo, das Gebäude 11 Uhr. Wir sollen hinten bleiben. Geben Feuerschutz! Ja. Nur noch, jetzt nur noch. Sie greifen uns an! Gewehrschütze! 25 Meter! Nordosten! Zielobjekt ruhig gestellt! Lade nach! Ruhig gestellt! Feindstellung und Entdeckungsfeuer! Ohne PKP Pechenek. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ich wiederhole, Charlie steht unter schwerem Beschuss. Der Gegner befindet sich in den Bauernhäusern in der Mitte des Tals. Die liegen in einem Graben 200 Meter entfernt, haben aber keine Chance, hier lebend rauszukommen. Die knallen uns sofort ab. Wir brauchen Unterstützung. Komm! Verstanden, Charlie. Durchhalten. Wir arbeiten dran. Outlaw Häuptling hier, Outlaw 21. Haben Gegner in einer Gebäudeansammlung südwestlich der Sprengfallenposition. Erbitten Feuerunterstützung. Kommen. Verstanden, Outlaw 21. Mörserbatterien errechnen Feuerleitlösung nach ihren Koordinaten. Bereithalten für Wirkungsfeuer. Verstanden, Charlie. Lasst euch nichts abschießen. Bravo, ran ans Funkgerät. Artillerieschlag auf das Bauernhaus anfordern. Brennt die Scheiße nieder. Sie brauchen freie Sicht aufs Ziel, also suchen Sie sich einen Beobachtungsposten. Alpha, der Einsatzbefehl hat Vorrang. Rückt auf die Schule vor und erkundet die Lage. Ich will wissen, was diese Schwanzlutscher für uns in petto haben. So, Mörserfeuer anfordern. Ja, und jetzt trefft das Ding gefälligst auch, ansonsten ist optionale Ziel vergeigt. Ja, wie muss ich da zielen, dass ich das treffe? Outlaw 21, hier Outlaw Häuptling. Ziel einfach mit dem ich zoome einfach rein und ziel aufs Gebäude. Das kann ich nicht tun. Alpha hier, bewegen uns Richtung Norden, um uns die Einsatzzone anzusehen. Bravo Team, erbittet Unterstützung. Bestätigt, Bravo. Ah, exakt. So. Alt. Bravo Team, erbittet Unterstützung. Bestätigt, Bravo. Rufen Sie Feuerunterstützung. Schwerer Mörser. Prüf lieber nochmal die Entfernung ab. Es sieht aus, als würde es. Mit dem linken Mausklick die Entfernung. Wie? Du klickst einmal drauf, dann wird mit dem Laser berechnet und dann erscheint da unten der Link in dem rechten Ding in der Zahl. 389 Meter, das Ziel ist in 396. Okay, das sollte funktionieren. 388 Meter, 396 bis zum Ziel. 490. 389 Meter. Ich brauche HE Artilleriefeuer. 400 Meter Süden von meiner Position. Das sehe ich mir selbst an. Na, wollen wir mal gucken. Ja, Volltreffer! Fette Packung, Bravo! Danke für die Hilfe! Hat getroffen. Yeah. Die sind immer noch an uns dran, die sind überall wie beschissene Kakerlaken! Verstanden, warten Sie, Charlie. Outlaw Häuptling hier, Outlaw 21. Artillerieschlag wirkungslos. Schwerer Widerstand am Bauernhaus. Erbitte Luftunterstützung. Kommen. Verstanden, Outlaw 21. Schalte Sie zur Flugeinsatzleitung. Kommen. Verstanden, Häuptling. Hier Tasker 24 sind Flughöhe 15.000, 30 Meilen östlich der aktuellen Position von Outlaw 21. Kommen. Verstanden, Tasker 24. Oh, hey, Bravo, cool. Dreht euch mal um. Diese herrliche Scheiße wollt ihr nicht verpassen. Nähern uns Zielgebiet. Outlaw 21, bitte Ziel nochmal bestätigen. Kommen.
Ziel ist ein zweistöckiges, L-förmiges Bauernhaus, westlich neben einem kleinen, ummauerten Hof. Oh, Gegner sind offenbar alle im Gebäude, nördlich der Position von Outlaw 2 Charlie. Wir erkennen mehrere Personen, bewaffnet mit kleinkalibrigen Waffen, wahrscheinlich AK-47 und Panzerfäuste. Kleinkaliber, alles verstanden, kommen. Einwandfrei verstanden, Outlaw 2-1. Wir sind auf Angriffsflughöhe, Waffen entsichert und scharf. Setrecon zeigt ein Bauernhaus östlich der Obstgärten und Bäume. Sehen Sie das Bauernhaus. Bitte bestätigen. Komm. Bestätigt. Feuere jetzt. Oh ja, der Thunderbolt. Outlaw 2-1, ich kann Sie im Staub nicht sehen. Bitte um Schadensmeldung. Bestätigt, guter Schuss, Tasker 2-4. Sie scheinen sie erwischt zu haben. Stufe 3 als bestätigt, dann sind wir wieder weg, Outlaw 2-1. Schönen Tag noch. Oh, Gott, bravo, da kommt das. Ein Kampffahrzeug auf Ihre Position zu. Wie es aussieht mit Bord-MG und mehreren bewaffneten Gegnern. Fuck, ehrfurchterregend, echt. Wir haben wieder Luft. Geht uns 2 Minuten, um den Rest der Wichser aufzuwischen. Dann sind wir sofort unterwegs zum Ziel. Abmarsch, Charlie. Sie rücken sofort auf das Ziel vor. Keine Stops unterwegs. Outlaw beseitigt die restlichen Bedrohungen hier. Bravo, das gilt auch für euch. Kein Blümchen pflückt mehr unterwegs. Fertig machen zum Feuern, Bravo. Sie kommen. Gebt Stoff. Hier, Alpha. Also, wir sind im Dorf und haben die Schule im Blickfeld. Aber das Ganze ist ein Scheißlabyrinth hier. Ich weiß nicht, welcher bekiffte, verfickte Architekt diesen Laden geplant hat. Aber ich brauche ein GPS, um da durchzukommen. Schnauze, Alpha. Hier gibt's keine Architekten. Das wird alles aus Lehm und Schweiß zusammengepappt. Ich gebe mal hier diese AK auf. Ah, Erfolg freigeschaltet. Vom Menschen für die Menschen. Nein. Naja, ich glaube, hier machen wir erstmal Schluss. Lade nach. Bin leer. Keine Munition mehr. Alpha in Position. Charlie, Bravo. Statusbericht. Ja, kann ich sagen, Charlie ist unterwegs zur befohlenen Position. Und bis alles wartet auf meinen Befehl. Das muss koordiniert ablaufen oder die verarbeiten uns zu Chop Suey.